Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich wollte heute mal ein paar Servicearbeiten an meinem E-Roller hier machen. Der hat jetzt schon ein paar Kilometer gelaufen und so langsam gibt es so die ersten Mängel. Das heißt so langsam, aber ich wollte es mal beheben. Das ist zum einen, ich tausche die Griffe einmal. Die sind ein bisschen abgegriffelt und das Lenkkopflager hier hat ein bisschen Spiel und ich wollte mal versuchen, ob ich das ein bisschen strammer stellen kann, dass es spielfrei wird. Dann fangen wir mal mit dem an, was vermeintlich einfacher ist. Und zwar hier mit dem Tauschen der Griffe. Ich probiere mal so abzuziehen. Ja. Damit ein bisschen wackeln geht's. Ich hoffe mal, ich wollte jetzt nicht direkt zerschneiden, weil das wäre die einfachste Methode gewesen, weil ich nicht weiß, ob die ich gekauft habe, auch passen. Okay, die haben auf jeden Fall hier schon mal so eine Nase, die ich geholt habe, auch. So, aber das dürfte doch eigentlich von der Länge her. Ah, guck mal, hier sieht man schon was. Hier sind so Markierungen drin für G30. G30D sogar. Also das ist ja ein G30LD. Was haben wir noch? L11, ja links, ne? Und das dann rechts, okay. Die Markierungen fehlen hier auf dem, ich denke mal, und vor allem diese Nase, die sieht ein bisschen einfacher gearbeitet aus, dass das hier, die ich hier gekauft habe, hier Repro Aftermarket, irgendwie sowas ist. Deswegen gucke ich jetzt erstmal, also es riecht nicht unangenehm, das hat man ja gerne bei so billig Gummizeugs. Und hat ein bisschen müffelt, deswegen probiere ich die direkt mal so aufzusetzen. Ob das hier passt. Ja, passt aber einwandfrei. Von der Länge her denke ich auch mal. Klingel dreht sich noch. Traktion. Fühlt sich nach Traktion an. So, dasselbe dann auf der anderen Seite. Also ich habe mal Griffe am Moped getauscht, also am Motorrad. Nee, nicht am Motorrad, am Motorroller. So, Motorroller. Das ist aber auch schon 20 Jahre her. Hm, nein, ich glaube, das ist 15. Schreibt sich ein bisschen. Hier haben wir den Vorteil von diesem Nineboard-Roller, dass hier ein Daumengas verbastelt ist. So ist dann der Drehgriff darunter nicht so empfindlich. Auch immer mit Vorsicht. Nicht, dass das auf einmal kommt und du haust dir dann irgendwo die Flossen hin. Nicht so angenehm. So, jetzt hier dasselbe, die Nase wieder. So, haben wir's, ne? Ja. Direkt ein ganz anderes Gefühl. Ja, schön. Mal die, so zum Vergleich, ne? Die sind schon. Haben schon ein bisschen gelitten. Ne? Aber gut, der Roller hat ja jetzt auch 3.500 Kilometer gelaufen. Und nicht immer in bestem Terrain. Also das ist ja eigentlich so ein City-Roller. Oder dafür denke ich mal, Roller konzipiert. Nee, so benutze ich den nicht, wie man vielleicht hier an dem Chassis sieht. Ne? Also das geht auch schon mal auf und runter.
Das ging doch ein bisschen fixer, als ich gedacht habe. Jetzt zur Lenkkopflager. Das Lenkungslager ist hier unten. Man hat durch den langen Lenkerhebel oder die lange Lenkstange extremen Hebel und so, wenn da so ein bisschen Spiel reinkommt, sind ja zwei so, wie kann man das denn, im Prinzip ist ja so ein Ring mit Kugel drauf und wieder ein Ring und das ist dann das Kugellager, was halt so belastet wird und dann zwei Bücher, wo halt Murmeln drauf liegen. Ne? Also das dann wo Murmeln zwischen liegen. Und so funktioniert im Prinzip dieses Lager, was hier drin ist. Das Problem ist jetzt, wenn in dem Lager Spiel drin ist, weil immer wenn sich irgendwie was, irgendwie wenn da mal so ein bisschen Mechanik im Spiel ist, dann gibt es immer wieder Verschleiß. Da kommt Spiel rein und jedes Mal bei jedem Kippen, also bei jedem Lastwechsel sozusagen, gibt es so einen kleinen Schlag auf die Kugel. Die Kugeln können Druck sehr gut vertragen, aber wenn man immer wieder da drauf hämmert, dann werden die halt irgendwann platt gedrückt. Und wenn sie platt gedrückt sind, dann gibt es Rastpunkte, dann ist das Lager kaputt. Deswegen, man kann besser das Spiel möglichst gering halten oder halt ja, so gut wie eliminieren. Anstatt das immer schlimmer kommen zu lassen, das Fahrzeug wird unkontrollierbar. Weil das, was hier unten passiert, oder was du hier oben in den Lenker eingibst, wenn das Lager einfach zu viel Spiel hat, das kommt nicht mehr hier unten am Rad an. Das Rad fährt irgendwo hin und das Fahrverhalten wird total eilig. Nicht so schön. Vor allem nicht mit so wenig Kreiseleffekt hier von den kleinen Rädern. Aber ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt. Lenkkopflager oder Lenkungslager. Egal, dieses Lager von der Lenkstange hier meine ich. So, dafür braucht man hier Inbus-Werkzeug. Das habe ich hier schon mal in weiser Voraussicht mir zurechtgelegt. Also ich weiß nicht, ob man es in der Kamera halt sieht, aber ich spüre halt, dass hier ein bisschen Spiel drin ist. Und wenn man hier mal auf diesen Spalt, wenn ich hin und her bewege, dann geht der halt auf und zu. Ja, hier unten ist es halt minimal, aber wie gesagt, durch den langen Hebel hier, was hier unten so ein bisschen ist, ist da oben so viel, ja? Grob gesagt. Deswegen jetzt einmal hier entriegeln. Diese Entriegelung hier, dieser Nupsi, der ist ja schon mal abgebrochen. Ich habe jetzt hier den roten installiert und der funktioniert einwandfrei. Der funktioniert schon länger als das Original. Jetzt abklappen. Also ich habe so eine Idee, wie das funktioniert, aber so genau habe ich das noch nicht gemacht. Ich bin kein gelernter 2-Watt-Mechaniker oder allgemein. Kein Fahrzeugmechaniker, kein Gelernter. Witzigerweise, also ich weiß gar nicht, ob ich an Elektrofahrzeugen noch arbeiten dürfte, so theoretisch oder so praktisch. Weil ich bin ja eigentlich gelernter Elektriker, das heißt, ich habe eine Schalterlaubnis bis 1000 Volt. Die ist ja alles deutlich unter 1000 Volt, ne? selbst bei meinem E-Auto. So, ich habe jetzt hier mal die... Das ist jetzt blöd, dass die Kamera... Das mal so. Ja. Also ich habe jetzt die beiden Schrauben hier etwas gelöst. Das ist die Klemmung. Im Prinzip, die Lenkung ist von dem Reifen oder von dem Rad
von der Gabel bis hier oben ist nur so ein Stück. Und der Lenker ist im Prinzip aufgeklemmt. Jedenfalls sieht es so aus, als ob der nur aufgeklemmt wäre. So genau werde ich es nicht erfahren. Außer ich zerlege das jetzt mal oder irgendjemand schreibt das mal in die Kommentare, der das schon mal auseinander hatte. Ja, also einmal Klemmung lösen und dann hier diese die Innenbusschraube oben hier oben drin etwas festziehen, weil die presst dieses Lager zusammen, von dem ich euch gerade eben erzählt habe. Nicht auf Druck, ne, sondern immer nur so ein bisschen. Klemmung wieder ein bisschen zusammen. Klemmung wieder ein bisschen zusammen schrauben. Na, komm schon. Und mit Gefühl arbeiten, ne? Nicht bis Wasser kommt. Dieses Lager hier, wenn man das zu stark zusammenpresst, dann wird das schwergängig und das ist dann halt auch nicht gut. Ne? Spielfrei und mehr muss es nicht sein. So, das zusammen. Das probiere ich mal hier. Ja, ein bisschen geht noch, ist immer noch freigängig hier. Wollte schon sagen, warum fühlt sich das so merkwürdig an? A, einmal die Griffe und B, ich war hier einmal hier unten, oh, das seht ihr gar nicht, war hier in dem Loch hier drin. Das ist schon besser, aber noch nicht so hundertprozentig. Deswegen dasselbe nochmal. Also ich habe immer noch so ein ganz klein bisschen, so ein, was war jetzt, gerade 200 Gramm und jetzt haben wir nur noch 100 Gramm. Schon mit langem Hebel arbeiten. Ja. Also minimal, aber deutlich besser. Deutlich besser als vorher. Kann sein, dass das, was ich jetzt noch spüre, so ja, allgemeines Lagerspiel, Fertigungstoleranz, was auch immer sein könnte, bevor ich das Lager überspanne. Ja, Räder. Gott sei Dank keine Mittelrelle hier. Die wäre wahrscheinlich schon runtergefahren. Also hier gibt es leichtes Sägezahnprofil, aber reicht. Reicht noch mal hinten. Reicht es noch besser. Die Lager hier, die ich, das hatte ich auch mal ein Video zu gemacht, das sind immer noch diese Lager hier, die da drin sind. Also das ist jetzt, dann hatte ich hier getauscht bei Kilometer 700 oder so. Oder 1000. Keine Ahnung. Also es sind immer noch dieselben Lager hier vorne drin und einwandfrei. Würde ich jetzt mal sagen. Ein kleines Geräusch haben die. Aber noch lange nicht so schlimm wie die, die ich halt davor rausgetauscht habe. Reifen würde ich jetzt erstmal drauf lassen. Ne? Sehen ja auch gut aus. Und halten sogar noch die Luft. Also einwandfrei. Zwischendurch hatten die mal massiv Luft verloren. Ich denke mal, also ich bin zwar letztes Jahr, da bin ich, was war denn da? Da bin ich so ungefähr so eine Strecke gefahren. Die hätte hin und zurück locker funktioniert, aber ich hatte
weiß nicht, ob da irgendwas im Reifen war oder so, oder ob der über die Flanke einmal kurz Luft verloren hat, da ist ja kaum was drin. Dann hatte ich hinten hatte ich einen Platten. Und die, also diese Reifen, die fahren sich auch wunderbar mit den Platten. Also es geht einwandfrei. Problem ist halt, der Stromverbrauch ist exorbitant höher. Also das, was du auf normal auf 10 Kilometer so normal verbrauchst, da brauchst du ja, nach 4 Kilometern ist schon kritisch. Ne? Und vor allen Dingen durch den erhöhten Rollwiderstand, durch den erhöhten Rollwiderstand kannst du nicht im Eco-Modus nach Hause schleichen. Das ist einfach gar nicht gefahren im Eco-Modus zum Beispiel. Das musste dann in Drive oder Sport sein und ja, da ist halt der Verbrauch ziemlich hoch. Und das war noch vor dem Software-Update oder Firmware-Update, wo dann im Sportmodus noch 20 lief. Ja, und dann hat es zum allen Übel auch noch geschüttelt wie aus Kübeln auf einmal, also blabbernass. Und ich denke mal, da ist dann so ein bisschen Sand oder sonst was an die Flanke gekommen, an die Felge, die hat nicht mehr richtig abgedichtet. Da ist der Schlauchreifen. Und dann hat halt der Reifen immer wieder Luft verloren. Das war ziemlich ärgerlich. Aber mittlerweile, ich denke mal, der Dreck ist raus oder reingefallen. Keine Ahnung. Mittlerweile halten die wieder relativ gut die Luft. Wird das wahrscheinlich interessant, da die Reifen zu tauschen, weil zum Reifendienst geben, ich glaube nicht, dass deren Reifenaufziehmaschine so kleine Felgen spannen kann. Und hinten, das ist ja Radnabenmotor, das wird ja noch interessanter dann, die Felge zu spannen. Vielleicht einfach einen neuen Roller kaufen, den bei Kleinanzeigen reinsetzen. Keine Ahnung. Aber erstmal reichen die Reifen ja noch. Wenn wir schon mal bei Reichweite und unterwegs verhungert sind, Akku. Das hier ist ein G30 LD. Muss man eigentlich erkennen an dieser hellen Farbe. Ich glaube, nur der LD hatte die helle Farbe. Der ist ein bisschen kompakter. Dessen Lenker ist auch nicht ganz so hoch. Oder nicht so hoch wie bei den G30 Max Modellen. Oder G30D. Oder wie die Dinger heißen. Ne? Also ich habe den hier, deswegen die anderen heißen, keine Ahnung. Die sind ein bisschen größer. Und haben auch einen größeren Akku. Ne? Also der hat hier einen kleineren Akku. 10 Amperestunden, 36 Volt, also 360 Wattstunden ungefähr. Der Hersteller sagt irgendwie, man kommt 40 Kilometer damit weit. Keine Ahnung, wie der das gemessen hat. Oder das ist ja wahrscheinlich wie beim PKW mit WLTP-Angabe. Beziehungsweise in meinem PKW, also Elektroauto, die typical Range, die angegeben wird, also das, was so im Prinzip dem Normverbrauch entspricht, nicht ganz, ne, ist ein bisschen mehr, aber was im Prinzip dem Normverbrauch entspricht, das kriegt man so hin, ne? Also das ist nicht totale Schleichfahrt, aber das ist so Baustelle 80, dann mal 100, dann mal laufen lassen und wieder im Stau stehen. Also das geht schon irgendwie. Und ich denke mal, mit dem Roller ist das ähnlich. Im Eco-Modus so auf halbe Höchstgeschwindigkeit, da könnte man vielleicht die 40 Kilometer Reichweite erreichen. Aber die ganze Zeit im Sportmodus Vollgas auf Höchstgeschwindigkeit, da ist dann der Akku nach einer Stunde leer und dann ist man quasi 20 Kilometer gefahren.
Das ist, denke ich mal, das, was der Akku an Nennleistung dauerhaft abgeben kann oder dauerhaft abgeben kann, ohne dass er großartig Schaden nimmt. Dasselbe habe ich so ungefähr bei meinem Auto. Eine Stunde Vollgas, Akku leer. Also ich komme in etwa 20, 25 Kilometer weit mit einer Akkuladung. Dazu muss ich auch sagen, ich schon den Akku nicht. Ne? Also ich habe mal überlegt, den einfach den ein bisschen schonend zu laden und so. Den Gedanken habe ich nach dem ersten Winter verworfen, über Winter voll stehen gelassen, ne? Dann im Winter hin und wieder mal gefahren, aber nicht wirklich. Winterreichweite ist noch deutlich geringer, aber gut, ist halt der Chemie und der Physik geschuldet. Aber wenn der Akku wieder warm wird, dann kriegt man die Ladung wieder raus. Im Umgekehrten habe ich es im Sommer jetzt wieder erfahren, Fahrzeug warm abgestellt, 30 Grad, 35 Grad Akkutemperatur oder Fahrzeugtemperatur, ich denke mal, dass das dann Akkutemperatur ist, dann geladen, voll geladen und am nächsten Morgen hatte dann noch 80% drin. Ich denke mal, weil der Akku abgekühlt ist und na, du kriegst halt die Ladung da nicht raus, ne? Wenn der Akku kühler ist, sag ich jetzt mal. Ne? Ja, also ich schon den Akku halt nicht. Ich habe auch halt ein Schnellladegerät gekauft. Das heißt Schnellladegerät, also für die Akkugröße ist das kein Schnellladen. Schnellladen bedeutet für mich alles, was, wenn du einen 10 Ampere Stunden Akku hast, wenn du das mit 10 Ampere oder mehr lädst, das geht dann in Richtung Schnellladen. Alles, was mit einem 10 Ampere Stunden Akku unter 10 Ampere Ladestrom ist, das Originalladegerät ist, glaube ich, 1,7 Ampere, das ist Schnarchladen, ultra langsam, also Normalladen. Das verpackt der locker, der Akku. Ich habe jetzt ein Schnellladegerät gekauft mit halt so 200 Watt ungefähr. Eine Strombegrenzung drin, 4,7 Ampere. Ladespannung ist auch ungefähr dieselbe wie vom Original. Aber Ladeleistung ist halt deutlich, deutlich höher. Aber mit schneller hat das in meinen Augen nichts zu tun. Ne? Ich hatte früher im Modellbau, ich bin früher Modellautorennen gefahren, unter anderem, und 2,4 Amperestunden Akkus, also 2400 mAh Akkus, haben wir mit 10 Ampere geladen. 15 Ampere, ne? Rein damit. Die sind zwar knallerheiß geworden, aber egal. Nickel-Cadmium, die waren deutlich robuster, was so Laden angeht. Ne? Ja, alte Zeit. Das ist 20 Jahre her. Ja, das ist 20 Jahre her. Bin ich alt geworden. Ja, so viel zum Thema Roller erstmal wieder. Ich denke mal, läuft erstmal wieder. Haben wir noch was? Ja, eigentlich nicht. Ne? Ja, dann, wie gesagt, wenn ihr da irgendwie andere Erfahrungen habt, weil ihr irgendwie Zweiradmechaniker seid oder sonst was, dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben hier, wie man das da vernünftig einstellt. Ich bin es nicht. Mach's nach bestem Wissen und Gewissen. Wissen habe ich ja nicht. Ne? Learning by doing. Und dann sehen wir uns dann bald wieder zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.
Da schlägt die Kirchenuhr an. Ich hoffe mal, dass es mit Hintergrundgeräusch nicht ganz so schlimm geworden ist.